Hi Leute, willkommen bei meinem nächsten Quick-Tipps-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine verwackelte Aufnahme im Nachhinein am Computer ganz einfach stabilisieren könnt. Als erstes braucht ihr After Effects oder Premiere Pro. Im Programm zieht ihr euren Clip in die Timeline und sucht anschließend den Effekt Verkrümmungsstabilisierung. Wenn ihr ihn angewendet habt, analysiert er noch, wie zum Beispiel ein Kameratracker, den Hintergrund. Und je nach Länge eures Clips und Leistung eures Computers dauert es etwas länger bzw. etwas kürzer. Das anschließende Ergebnis ist ganz okay. Wen aber auch dieser Wobble-Effekt an den Rändern stört, der kann entweder die Glättung etwas runterdrehen auf zum Beispiel 25% oder aber die Kamera gleich mit einer Steadicam stabilisieren und mit der Verkrümmungsstabilisierung nur noch den Feinschliff machen. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.